Eine 39-köpfige Reisegruppe der Gesellschaft der Gendarmerie und Polizeifreunde, bestehend aus Mitgliedern des Vorstandes, Präsidiums und des Kuratoriums sowie weiteren Fans des Zwergstaates, brach am 31. März 2011 mit einem Reisebus von Carinthia Reisen, pilotiert von unserem Kurti Ellersdorfer, zu einer dreitägigen Exkursion nach San Marino auf. Anlass dazu war der Besuch der dortigen existierenden Gendarmerie. Nach knapp 3,5 Fahrstunden wurde im Raume Padua ein von unseren italienischen Freunden des dortigen Polizeikommandos bestens organisiertes, erweitertes Frühstück eingenommen. Damit gestärkt konnte die restliche Hälfte der Strecke leicht bewältigt werden. Vorbei an blühenden Mandel-, Kirsch- und Pfirsichbäumen ging es bei echtem Kaiserwetter in Richtung Süden. Schließlich an der Grenze zu San Marino angekommen, warteten dort schon die Abgesandten der Exekutive, angeführt von Präsident Giuseppe Mario Moscioni, auf uns und hießen uns herzlich willkommen. Von der Grenze fuhr die Gruppe dann mit einer Eskorte zum Vier-Sterne-Hotel San Giuseppe, wo kurz eingecheckt wurde. Danach folgte ein Besuch beim Kommando der Gendarmerie, das in einem Gebäude aller Sicherheitseinrichtungen, ähnlich wie dem Haus der Sicherheit in Klagenfurt, untergebracht ist. In der Zentrale begrüßte uns der stellvertretende Kommandant Stefano Bernacchia ganz herzlich und erläuterte in einem Kurzvortrag die Sicherheitslage und die Organisation der Exekutive von San Marino und der Gendarmerie. Selbstverständlich hatten wir für unsere Gastgeber Präsente aus Kärnten mitgebracht und auch wir gingen nicht leer aus. Mit gekühltem Villacher Bier wurde dann auf die beiderseitige Gastfreundschaft angestoßen. Ein Rundgang durch die Zentrale, darunter auch die moderne Leitstelle, beendete diesen ersten äußerst gastfreundlichen Auftakt der Visite. Im Anschluss folgte ein gemeinsamer erster Spaziergang durch die malerische Kleinstadt. Am Abend gab es dann im Hotel ein mehrgängiges Kulinarium, wobei die Kärntner Gäste in jeder Hinsicht verwöhnt und für jeden Gaumen und Geschmack etwas Passendes dabei war. Im Zuge des Abendessens, an dem natürlich auch die Freunde der Gendarmerie und Polizei teilnahmen, wurde an Präsident Mario Moscioni eine vorbereitete Gedenkurkunde für den leider vor 3 Jahren verstorbenen Honorarkonsul von San Marino, Rudi Feldner, übergeben. Rudi Feldner war mit den Freunden in San Marino sehr verbunden und oftmals Gast in diesem Land. Am nächsten Tag, am 1. April 2011, großer Feiertag in San Marino, konnten die Kärntner Gäste an der feierlichen Einsetzungszeremonie für den neuen Regenten am Hauptplatz vor dem Regierungspalast teilnehmen. Die
Die farbenprächtige Parade der verschiedenen uniformierten Garden des Landes war sehr beeindruckend und führte uns wieder einmal vor Augen, wie echte Traditionspflege innerhalb der Exekutive tatsächlich aussehen könnte. Leider ist in Österreich dieser Geist schon längst den technokratischen und wohl auch ideologischen Sachzwängen zum Opfer gefallen. Nach dem Festakt und der Parade hatten die Kärntner Besucher ausgiebige Gelegenheit, die vielen Shops und Läden der Altstadt zu erkunden. Irgendwie gewann man den Eindruck, dass dieses Städtchen ein einziger Souvenir- und Duty-Free-Laden sei. So vielfältig und bunt war das Angebot in den rund 1000 Geschäften. Durch persönliche Vermittlung unserer Freunde von der Exekutive konnten wir auch den Regierungspalast und den Regentensaal exklusiv von innen besichtigen. Selbstverständlich wurde die Zeit nach dem Ende des Festaktes wieder für ausgiebige Erkundungen in diesem von Geschichte und Kultur nur so strotzenden Kleinstädtchen genutzt. Den Abschluss des zweiten Tages bildete dann im Restaurant Il Beccafico in der Altstadt das zweite Kulinarium, wo wiederum die ganze Gruppe vom gesamten Team des Hauses bestens betreut wurde. Besonders erwähnenswert wären noch, dass die Kollegen von der Exekutive, angeführt mit Präsident Mario Moscioni, für die Kärntner Gäste eigens eine Torte mit dem Logo der Gendarmerie und Polizeifreunde herstellen ließen, die dann beim mehrgängigen Menü leider dem Gaumen der Genießer zum Opfer fiel. Mit dem Austausch von Gastpräsenten ging der Abend kurz vor Mitternacht zu Ende. Tags darauf, am 2. April, hieß es dann nach dem Frühstück Abschied nehmen. Präsident Mario Moscioni war natürlich auch da wieder pünktlich zur Stelle und wünschte der Gruppe persönlich eine gute Heimreise. Er versprach, dass er die Gegeneinladung gerne annehmen werde, zumal er Kärnten als Land wirklich zu schätzen gelernt habe. Unterwegs wurde in Padua noch ein kleiner Zwischenstopp eingelegt, um dem heiligen Antonius in dessen Kathedrale die Reverenz zu erweisen.